Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist wieder Samstag und ich mache meinen Wochenrückblick und ich freue mich, dass Sie wieder so zahlreich vor den Bildschirmen sitzen, um zu hören, was diese Woche so passiert ist. Es ist ja wieder einiges los, trotz der Sommerpause und der Sommerflaute und des Sommerlochs, was ja nicht wirklich eins ist, weil die Themen tatsächlich zu brennend sind, die uns beschäftigen, dass man nicht von einer Sommerpause in einem echten Sommerloch reden kann. Ja, was ist passiert? Boris Johnson hat aufgegeben, seine Minister haben ihn scharenweise verlassen, auch Staatssekretäre. Die eigene Partei ist wütend und sieht die Wahlchancen bei der nächsten Wahl zum britischen Parlament in Gefahr. Sodass er gesagt hat, na gut, dann trete ich erstmal als Parteichef zurück. Das hat er gemacht. Also er ist nicht mehr Parteichef der Tories in England, sondern er ist nur noch jetzt, wie gesagt, einfaches Parteimitglied. Aber ist noch weiterhin Premierminister. Möchte es auch bleiben, bis ein Nachfolger gefunden wird. Das wird so im September sein, sagt man. Und die Tories müssen jemanden ausgucken, der entsprechend ihm nachfolgen kann. Brüssel ist erleichtert, nicht wenn sie können mit einem Nachfolger sicherlich leichter umgehen als mit dem etwas sperrigen und widersprüchlichen und auch teilweise Lügen verbreitenden Boris Johnson. Das ist also vorbei und muss schauen, ob London das schafft. Aber ich bin sicher, die Demokratie in England ist stark genug, um auch diesen weiteren Wechsel nach Theresa May, die ja auch sozusagen den Job nicht geschafft hat, und jetzt Boris Johnson, der auch vom Amt weggelobt wird oder eben weggestoßen wird von seinen eigenen Leuten, denn immer die eigene Partei schafft einen, nicht andere Parteien schaffen das, sondern nur die eigenen Reihen können einen entsprechend zu einem Rücktritt zwingen, und das ist wohl jetzt passiert. Natürlich, er kartet hinterher und sagt, das wäre ein Herdentrieb und wäre gar nicht nötig. In schwierigen Zeiten müssen Leute da sein, die führen können, aber er hat ja bewiesen, dass er durch Lügen entsprechend sich da nicht eine gute Position erarbeitet hat. Man denke nur an das Partygate, nicht, und das Lügengate mit seinem Mitarbeiter, den er einen höheren Posten verschafft hat und der angeblich Männer sexuell belästigt haben soll. Davon wusste er angeblich nichts und musste es trotzdem dann nein räumen, dass er es doch wusste. Also wieder eine Lüge, das geht auf Dauer nicht. So, das zu England. Ja, aber jetzt kommen wir ins Inland. Und was ist los? Wir haben immer noch Urlaub und die Flughäfen sind voll. Die Menschen wollen, bevor es in den Winter geht, der ja völlig unsicher ist, was die Gasversorgung angeht, nochmal schön die Sonne genießen. Aber es gibt kein Personal. Und jetzt sagen natürlich die Flughäfen, wir können nicht innerhalb von ein paar Wochen 1500 türkische Bürger einladen, die vielleicht noch ein bisschen Deutsch sprechen. Auch die müssen trainiert werden und das dauert immerhin Monate und bis dahin ist der Sommerurlaub vorbei. Und insofern ist das eine Maßnahme, die überhaupt nicht greifen wird. Und da sagt natürlich auch Özay Tarim von Verdi, der sagt, verdammt nochmal, wir haben doch genug Arbeitslose, nicht, die zu Hause rumsitzen und arbeiten könnten. Wir haben viele, die Hartz IV beziehen, das sind arbeitsfähige Arbeitslose und die entsprechend durch eine Schulung hier aus dem eigenen Bestand in Arbeit gebracht werden können. Aber solange sie trotz Mindestlohn nicht viel mehr verdienen als das, was sie vom Staat bekommen, vom Steuerzahler bekommen, ist der Anreiz natürlich nicht sehr groß. Arbeit wird nicht sehr groß geschrieben in den Kreisen derer, die es an sich machen müssten, denn wir haben einen gigantischen Fachkräftemangel auf der einen Seite. Jeder Branche sucht Mitarbeiter. Ich sage jede, das trifft auch die öffentliche Verwaltung und nicht nur Krankenhäuser und Handwerksbetriebe und auch Steuerberater, Rechtsanwälte, alle suchen, suchen, suchen Mitarbeiter und es ist schwer genug und wir haben Hunderttausende und Millionen Menschen, die nicht arbeiten müssen oder auch gar nicht vielleicht arbeiten wollen. Das trifft sicherlich für eine nicht ganz kleine Mehrheit zu und die fehlen uns an allen Ecken und Enden und jetzt natürlich akut auf den Flughäfen, wo die Menschen viele Stunden warten müssen, damit sie in ihren geliebten Urlaub können und an den Strand kommen. Irgendwie geht es ja, aber die stundenlange Warterei ist natürlich nervzerstörend und nervzerreißend. Ja, was macht unser Christian Lindner? Er hat gestern und vorgestern großflächig geheiratet in Sylt, hat dort Sekt geschlürft, viele tausend Euro für ein Zimmer ausgegeben pro Nacht und viele Leute eingeladen, auch den Bundeskanzler, die hatten dafür Zeit, aber sie hatten keine Zeit, an der Aktuellen Stunde im Bundestag teilzunehmen, den die CDU beantragt hatte. Und dabei war niemand von der Bundesregierung, denen ist das völlig egal, was in Deutschland passiert. Sie gehen lieber auf eine Party zu Christian Lindner, anstatt der
Aktuellen Stunde im Bundestag. Da ging es darum, was ist mit hier mit der Gaskrise los, mit der Versorgungskrise, mit dem Krieg in der Ukraine, mit der Inflation, mit der Corona-Krise. Alles das sind Dinge, die auf uns zulaufen oder immer noch uns beschäftigen und entsprechend große Sorgen auslösen bei den Menschen. Friedrich Merz sagt nicht zu Unrecht, die größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg hat uns ereilt und die Bundesregierung ist nicht dabei, sondern ignoriert das und geht lieber auf eine Party zu Christian Lindners Hochzeit auf Sylt, übrigens seine zweite Ehe. Ja, was sagt Lindner? Er möchte an die Arbeitslosen ran. Und zwar möchte er 609 Millionen Euro im nächsten Haushalt streichen für die Unterstützung oder für die Eingliederungsleistungen für Arbeitslose. Er hat gesagt, das bringt nichts, hat er nicht ganz unrecht. Die ganzen Eingliederungsmaßen bringen nur was, wenn die Menschen auch wollen. Aber da sie nicht müssen, müssen sie auch nicht wollen. Und von daher sind diese Millionen, die natürlich der Arbeitslosenindustrie das Geld in die Kassen spült, das sieht er nicht mehr ein und möchte das streichen, damit er da mal ein bisschen Zug in die Politik kommt, damit dort mehr sozusagen getan wird, damit Leute arbeiten und nicht nur unterstützt werden und mit Kursen sozusagen überflutet werden, die sie gar nicht wollen und die sie gar nicht nutzen, um später tatsächlich zu arbeiten. Großes Theater, ich finde es richtig, dass er zumindest diesen Punkt mal anspricht, denn er wird noch die nächsten Jahre uns beschäftigen. Dazu kommt, dass in den Ausländerbehörden eine Chaos-Situation herrscht, denn nicht nur dort, aber gerade die Ausländerbehörden sind nicht gerade beliebt bei der öffentlichen Verwaltung. Das sind stressige Jobs. Die Mitarbeiter müssen viel aushalten, auch an Reaktionen seitens ihrer Kunden. Deswegen bleibt auch viel liegen. Auch die haben hohe Krankheitsstände und auch einen Personalmangel. Und das Ergebnis ist eben, dass zehntausende Anträge auf Einbürgerung oder Aufenthaltsgenehmigung liegen Monate oder teils Jahre unbearbeitet in den Büros der Ausländerbehörden. Auch das ist eine große Baustelle, die neue Landesregierung entsprechend angehen muss und nicht nur hier in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in ganz Deutschland. Es gibt aber ein neues Aufenthaltsrecht für geduldete Ausländer. Die Bundesregierung hat jetzt beschlossen, dass Tausende von Migranten, die seit Jahren hier geduldet sind, ein Chancenaufenthaltsrecht bekommen. Da hat die FDP ihre Finger sicherlich im Spiel. Es sind 135.000 Menschen, die jetzt eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen sollen, von ihrem Status der Duldung wegrutschen sollen. Die Voraussetzung ist, dass sie mindestens 5 Jahre in Deutschland gelebt haben und sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung ganz klar bekennen und auch die Sprache beherrschen sollen. Es nützt ja nichts, wenn man sie einbürgert und ihnen ein Aufenthaltsrecht gibt und sie sprechen die Sprache nicht, was ja nicht ganz selten der Fall ist. Ja, was ist mit den Schulen los? Die FDP hat ja mit der CDU in der letzten schwarz-gelben Koalitionsregierung in Nordrhein-Westfalen die Talentschulen sozusagen zum Laufen gebracht oder ausgerollt. Und was ist jetzt los? Es fehlt das Personal, nicht nur dort. Lehrer gibt es ja auch zu wenige. Das Land hat zwar 212 der 400 Stellen geschaffen, aber es konnten bis jetzt nur 154 besetzt werden. Die neue Schulministerin hat auch das sicher auf ihrem Schreibtisch liegen, um das Problem zu lösen, aber auch sie kann sich keine Lehrer backen. Was sagt Wüst zu den Schulschließungen? Er sagt, auf keinen Fall wollen wir in der nächsten Corona-Welle, die ja auf uns zurollt, im Herbst nach den Sommerferien, wenn es wieder kühler wird, sondern er sagt, das wird auf keinen Fall passieren, zumindest jetzt Stand der Dinge. Er will das verhindern, denn er weiß, welche Nachteile Schulschließungen auf das Wohl und die Lernfähigkeit und das Wissen der Schüler hat. Und deswegen sagt er auf keinen Fall, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ich bin gespannt, ob das noch durchhält, wenn die entsprechenden Zahlen auf uns zurollen und die Schulen auch entsprechend betroffen sind. Aber das waren sie ja in der Pandemie auch nur sehr gering. Die Infektionszahlen lagen im 0, irgendwas Prozentbereich, also kaum messbare Inzidenzen, was die Infektionen mit Corona angeht. Ja, das dazu, dass wir mal abwarten, was nach der Sommerpause an Infektionsschutzgesetzgebung auf uns zurollt und ob die Schulen darin erscheinen mit einem möglichen Lockdown oder eben Homeoffice oder Homeschooling, wie es ja so schön heißt. Was macht der ukrainische Botschafter? Der war ja sehr umstritten, er hat ja viele Polarisierungen angestoßen oder er hat sehr polarisiert und die Bundesregierung völlig undiplomatisch angegriffen. Er hatte Olaf Scholz als eine beleidigte Leberwurst bezeichnet, unter anderem er hat Waffen gefordert, die nicht geliefert worden sind, übrigens bis heute ja nur sehr spärlich. Er soll jetzt versetzt werden ins Außenministerium nach Kiew, dort würde man ihn brauchen, dringender vielleicht als in Berlin, aber der offizielle Grund ist sicher, oder inoffizielle Grund ist, dass er vielleicht ein bisschen zu undiplomatisch war und die Stimmung hier zu
zugunsten der Ukraine sicherlich nicht optimal verbessert hat. Er soll, wie es so schön heißt, aus informierten Kreisen Vize-Außenminister werden. Dazu kommt, dass immer mehr Ukrainer an den Schulen sind in Nordrhein-Westfalen. Und Thomas Kufen, der Vorsitzende des Städtetages NRW, sagt, wir müssen auf jeden Fall mehr tun, damit die Schüler integriert werden sollen. Insgesamt sind es 25.000, die jetzt schon beschult werden in Nordrhein-Westfalen. Es werden aber nochmal 10.000 Schüler auf uns zurollen. Wir haben jetzt schon zu wenig Platz in den Schulen, zu wenig Aufenthaltsmöglichkeiten, zu wenig Klassenräume und so weiter und auch letztendlich zu wenig Lehrer. Da kommt noch eine Riesenaufgabe auf die Landesregierung zu und die neue Schulministerin wird das auch auf ihrem Tisch liegen haben. Zur Corona-Pandemie noch eine Information. Es gibt ja die Möglichkeit, im Abwasser schon die Inzidenzen viel präziser festzustellen, als das mit den Schnelltests oder mit den PCR-Tests möglich ist. Und die Kölner haben das ausgewertet. Die machen das nämlich. Sie machen eine Abwasserdiagnostik. In Essen ist das verschlafen worden, weil man sagt, das wäre noch nicht ausgereift. Völliger Blödsinn. Das System ist stabil und wird auch in Israel schon sehr lange genutzt zur Inzidenzerfassung. Das ist kein großer Akt. Man kann sogar kleinräumig Stadtteile checken, nicht die Inzidenzen dort, ohne die Menschen überhaupt zu testen, sehr genau feststellen, denn eben die sozusagen, was wir ausscheiden an Urin und Stuhl, das kommt ja in die Abwässer und dort finden sich auch die Viren, die kann man dort nachweisen und sehr präzise. Ein Beispiel in Köln war die offizielle Inzidenz bei 800, aber die Abwasserinzidenz lag bei 1500. Also das ist sicherlich ein Messwert, der viel näher an der Wirklichkeit liegt. Und das ist das, was in den Sommermonaten jetzt festgestellt wird. Aber nur 20 Kommunen in Deutschland nehmen an diesen Tests teil. Das finde ich schrecklich, weil die Systeme sind da, die Technik ist da. Das ist zwar nicht ganz billig, aber es wird gemacht oder kann gemacht werden. Und ich wiederhole mich sogar, kleinräumig geht das. Offiziell haben wir 150.000 neue Corona-Fälle in Deutschland und die Kliniken leiden auch drunter. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein-Lübeck musste schon teilweise schließen, weil sie massenhafte Erkrankungen haben im Bereich der Pflege und der Ärzte. Und das wird nicht die erste Klinik sein, die unter dem Druck der Corona-Infektionswelle zusammenbricht und zu Schließungen führt. Ja, das zu Corona. Wir wollen mal sehen, was nach der Sommerpause kommt, welche Impfstoffe uns empfohlen werden. Die vierte Impfung ist ja für alle über 60 schon jetzt dringend empfohlen. Ich tue das auch, weil ich es für richtig halte, auch die vierte Impfung, den zweiten Booster, sich verimpfen zu lassen. Ja, wer streikt denn noch in Deutschland? Nicht nur das Klinikpersonal in Nordrhein-Westfalen streikt, also an den Universitätskliniken, sondern auch Teile der Geldboten, die Geldautomaten befüllen. Meine Damen und Herren, achten Sie darauf, es kann sein, dass Sie einen Automaten antreffen, der Ihnen kein Geld ausspuckt, weil die Geldboten Ihnen nicht befüllt haben. Teilweise geht es aber auch im Supermarkt. Nicht vergessen, die meisten Supermärkte zahlen auch Geld aus. Die Modalitäten sind so, Sie müssen einen Mindestumsatz erreichen. Das sind so im Schnitt 20 Euro. Wenn Sie das tun, haben Sie das Recht oder die Möglichkeit, bis zu 200 Euro an der Supermarktkasse abzuheben. Also auch das eine Möglichkeit, sich Bargeld zu besorgen, wenn die Automaten eben leer sind. Ja, was passiert mit unserer Grundsteuer? Altes Thema, die Grundsteuer ist ja eine wichtige Steuer. In Essen alleine werden 140 Millionen Euro dadurch erzielt. Das ist das, was Immobilienbesitzer und Mieter bezahlen müssen. Die bezieht sich auf die Immobilien, die einen bestimmten Wert haben und auf der Grundlage dieser Werte oder entsprechende anderer Messwerte, die man annimmt oder die man angenommen hat bis jetzt, um die Grundsteuer festzulegen, die sind obsolet und das Land Nordrhein-Westfalen hat sich für ein Grundsteuermodell entschieden, was eben sehr aufwendig ist und sehr bürokratisch ist, denn dort sollen die Werte der Immobilien festgelegt werden, also aufgrund der Einheitswerte, Grundstückswerte, Immobilienpreise und so weiter. Und das soll natürlich ein fließendes System sein, weil die Werte ändern sich ja jährlich bis jetzt immer nur auf, aber sie können auch mal wieder nach unten gehen, das weiß man nicht, je nachdem wie die Inflation sich entwickelt. Da gibt es Riesentheater bei den Finanzämtern und große Anfragen. Also Nordrhein-Westfalen hat sich entschlossen für das umständlichste Olaf-Scholz-Modell, das Bundesmodell, denn Olaf Scholz steckte dahinter. Er hat das so gewollt, ihm ist das völlig egal, was das auslöst. Die CDU ist mitgelaufen in der letzten Koalition, die FDP war dagegen. Und sie hat jetzt einen Antrag gestellt unter der Leitung von Ralf Witzel, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, das zu ändern, eben ein anderes Modell zu nehmen, was in vielen Bundesländern geräuschlos funktioniert. Bin gespannt, ob die
schwarz-grüne Koalition dem folgt. Ja, Scholz sagt, wir kriegen die lange Krise, nichts Neues, das hat er immer schon gesagt, aber jetzt hat er es offiziell gesagt, die Krise wird länger dauern, als wir uns das vorstellen können. Inflation, hohe Preise, Energiepreise, Corona und so weiter und so weiter, der Krieg in der Ukraine, alles das rollt auf uns zu und das trifft eben auch die Energiekonzerne. Uniper, der größte Gasversorger in Deutschland, das waren ehemals die Ruhrgas, die ausgegliedert ist von der E.ON und jetzt Uniper heißt, in Düsseldorf residiert und die sind sozusagen mehr oder weniger, ich will nicht sagen pleite, aber haben Geldnot, weil sie an den Gasmärkten Preise zahlen müssen, die nicht mit den Verträgen übereinstimmen, die sie mit den Stadtwerken abgeschlossen haben. Und jetzt hat Habeck entschlossen, dass sie Staatsgeld bekommen oder auch eine staatliche Beteiligung bekommen sollen. Und im zweiten Schritt sollen die Energieversorger oder die Gaslieferfirmen oder Gaslieferkonzerne sollen eben auch die Möglichkeit haben, die Preise jetzt schon im laufenden Betrieb unabhängig von den Verträgen zu erhöhen. Und das kann zu dramatischen Preissprüngen führen, meine Damen und Herren. Es kann sein, dass Sie in den nächsten Monaten Tausende von Euro nachzahlen müssen, alleine für die Gasrechnungen, die jetzt auf dem Tisch liegen, aufgrund des Krieges in der Ukraine und den weltweiten Verwerfungen an den Energiemärkten. Also, Uniper braucht bis zu 9 Milliarden Euro, um die Finanzierung zu gewährleisten. Sie verlieren Millionenbeträge pro Tag, weil sie das Gas teuer einkaufen, aber aufgrund der laufenden Verträge mit den Stadtwerken entsprechend nur zu den Preisen verkaufen können, die sie vertraglich vereinbart haben. Was sagt die Allbau? Es gab eine Meldung, die ist ganz witzig, da sagt der Prokurist der Allbau, Herr Samuel Serifi, Mensch, spart nicht so viel Gas, dann kriegen wir vielleicht Schimmel in den Wohnungen, das wollen wir auch nicht, das hat bauphysikalische brechende Folgen. Einen Tag später haut Herr Miklikowski auf seinen Prokuristen ein, das ist auch eine ungewöhnliche Maßnahme, dass man sich über interne Dinge in der Presse öffentlich streitet, er sagt, nein, das ist unser kleinstes Problem, wir müssen die Temperaturen runterschalten, nicht um Gas zu sparen, das ist die größte Aufgabe auch aller Wohnungskonzerne, da macht es nichts, wenn ein bisschen Schimmel auftritt, aber er meint, dass die Wohnungen der Allbau, und das stimmt, in einen hohen Sanierungsstand haben, der eben auch einen Schimmel sicherlich eher verhindert. Die Gasvorräte reichen eh nur für 2 Monate, wenn es denn hinhaut. Und am 21. Juli soll ja wieder die Nord Stream 1 Gasleitung aufgemacht werden, wenn denn die Wartung erfolgreich verläuft. Und ob Putin den Gashahn auftritt, wissen wir nicht. Aber die Vorbereitungen laufen, dass eben er das nicht tut. Die Wohnungsgenossenschaften reduzieren schon teilweise Warmwasser. Im Osten ist es passiert. Da gibt es nur ein wenigen Stunden. Ist ja DDR-Gebiet. Die kennen das ja schon aus der Zeit vor der Wende, dass es Warmwasser eben nur zu bestimmten Zeiten jetzt gibt. Auch das ist eine Maßnahme, die zu Gaseinsparung führen soll. Die Städte haben Energiesparkreise eingerichtet oder Arbeitsgruppen eingerichtet, die die öffentliche Verwaltung durchforsten sollen, wo man sparen kann. Und die Temperaturen werden bei Viva West in diesem Sommer abgeschaltet und Vonovia senkt die Nachttemperatur auf 17 Grad, um zu Gas zu sparen, was ja auch Sinn macht und das ist auch richtig so. Was passiert noch in Essen? Ja, Herr Kromberg hat sein Katastrophenszenario entsprechend ausgebreitet. In 170 Seiten wird detailgenau dargelegt, in welchem Katastrophenfall was passieren soll. Das ist schon mal ein Schritt weiter, denn in den letzten Jahren war Katastrophenschutz also nur ein untergeordnetes Thema, aber jetzt geht es tatsächlich um Überschwemmungskatastrophen, die wir im letzten Jahr am 14. Juli hatten. Essen wurde ja auch stark betroffen, ohne dass Menschen zu Tode kamen. Aber es gab große Schäden durch Überschwemmungen und Hochwasserkatastrophen. Natürlich auch Hitzewellen zählen jetzt auch schon dazu. Stromblackout, Cyberangriffe der Russen, alles das ist sozusagen jetzt ein Szenario. Wir haben das in den Ausschüssen entsprechend thematisiert und durch Anträge auch der FDP dafür gesorgt, dass man die Cyberangriffe sehr, sehr ernst nimmt und sich da entsprechend vorschützt. Wer das nachlesen will, die sind veröffentlicht. 170 Seiten Katastrophenschutzplan. So, vorletzte Meldung noch. Es wird ein neues Bürohochhaus in Rüttenscheid geplant, was neben dem Atlantik-Hotel gebaut wird. Da wird eine Brückenverbindung gebaut. Es soll super grün werden, Photovoltaik. Man macht nur 60 Parkplätze in das Haus. Die sollen mit dem Fahrrad kommen im Winter und bei Schnee und Regen oder mit Bus und Bahn irgendwie sich dahin begeben. 450 Mitarbeiter sollen dort untergebracht werden. Der Blick auf die Grugerhalle wird eingeschränkt und dass das in der Stadt Essen nicht groß kommuniziert wurde, wird von Frank Stenglein heute sehr scharf kritisiert. Da hat er auch recht. Was macht der Streik an der Uniklinik? Natürlich, 10 Wochen sind noch, bis jetzt wird jetzt gestreikt. Seit 10 Wochen streikten die Unikliniken, also 6 in Nordrhein-Westfalen, und das heißt, 10.000 Operationen wurden nicht durchgeführt. Die Kliniken sind am Ende, was ihre
Kapazitäten angeht. Und Jochen Werner, der ärztliche Direktor der Uniklinik, kritisiert das scharf und sagt, Verdi hätte ruhig mal ein bisschen weniger machen können, um Operationen zu gewährleisten. Verdi antwortet, ist uns völlig egal, wir fangen es jetzt an zu streiken. Wir wollen diesen Entlastungstarifvertrag auf Teufel komm raus. Und sie haben entsprechend ihm scharf geantwortet, dass das noch lange nicht der Fall ist. Und die Streiks werden also weitergehen, zulasten der Patienten. Meine Damen und Herren, das war der Wochenrückblick. Wir haben heute einen schönen sommerlichen Tag mit bisschen Wolken am Himmel. Es sind 23 Grad, in den nächsten Tagen ist kein Regen in Aussicht, nächste Woche soll es heiß werden, bis 30 Grad, also teilweise bewölkt, aber sonnig und wärmer, 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 bis 30 Grad oder darüber. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Denken Sie an die Masken, dass Sie die tragen, und genießen Sie die Freizeit und Ihren Urlaub. Ich freue mich auf nächste Woche. Vielen Dank.